Willkommen zurück zu Minecraft. So, ihr habt ja gerade quasi mitbekommen, wie ich den Cut gesetzt habe. Denn mein Timer hat gepiept. Ich habe irgendwie die ganze Zeit gar nicht auf die Uhr geguckt. Ja, wir sind jetzt einmal rundrum, haben die Spawnfläche noch eins erhöht. Die werden wir jetzt oben gleich auch noch erhöhen. Aber erstmal futter ich mir jetzt ein. Ordentlich so... Ah, wie viele werden wir brauchen? 9 Melonen? Das dauert leider so lange, aber ich kann auch nichts dafür. Ich guck schon mal, wo ich jetzt ersetzen muss. Da eine Ecke... Ja, wird nicht so viel Arbeit. Was ist hier für ein Laden? Gut, dann da nochmal. Hier setze ich aber so lange Fackeln, weil bis ich die ganze Farm hier in Betrieb nehme, muss erstmal unten der Raum fertig sein. Und nochmal für die, die jetzt fragen, warum hast du das hier zwei hoch gemacht, weil es ja hier immer mit dem Kopf gegenkommt. Das ist wegen den Endermen, die würden uns hier sonst die ganze Bude auseinandernehmen. So, jetzt gehe ich erst nach oben. Verändere da nochmal den ganzen Raum. Da mache ich jetzt auch noch eins breiter. Wohl erstmal setze ich die Fackeln so. Da ist überall richtig. Hier noch eine Fackel hin. Ja, was habe ich denn jetzt hier zerstört? Schere brauche ich jetzt nicht wirklich hier unten. So, dann fange ich mal hier an. Zack, zack. Das ist wirklich toll zum Steinfarmen. Ah, mein Ohr juckt. So. Heute kann ich euch übrigens den Service des Live-Tickers wieder bieten. Das werde ich jetzt auch gleich auch machen. So. Das müsste ja jetzt hier der Part am Dienstag sein. Ich nehme ja sonntags immer mal immer fünf Parts auf. Denn gestern habe ich schon von dem neuen Projekt, was ja morgen der erste Part kommt, sind zwar Ferien. Für euch stelle ich mir jeden Tag in den Ferien den Wecker auf 10 Uhr, starte den Upload und lege mich wieder ins Bett. Damit jeder Mensch... Wenn er normal aufsteht, was steht man in den Ferien auf? 11, 12, 1 Uhr so. Für die Langstreife auch 2 oder 1 oder 2. Ja, dann habt ihr ein Video und dann kann sich keiner beschweren über mangelnden Service. Das Einzige, was ja immer noch nicht geht, ist Livestream, aber das ist einfach, weil ich faul bin und mich nicht erkundigt habe. So einfach ist das. Also, ich würde ja sogar einen machen. Ich habe halt nur noch nicht geguckt. Da müssen wir nachher reinklettern irgendwann, weil die Fackeln müssen dann natürlich noch weg, sonst spawnt da gar nichts. So, was hatten wir denn jetzt noch? Achso, Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Ey, hier rein. Jetzt müssen wir hier wieder dieses Loch finden. Hier lasse ich natürlich noch auf, solange wir das Glas nicht ersetzt haben. Ja, hier fehlt natürlich wieder die Hälfte. Stümperei hier. Das wird jetzt eine Kotzarbeit. Hier mit den Eimern rumzuschwimmen. Ja, ist gerade total spannend. Ich merke das schon. Ihr seid wahrscheinlich schon am Gähnen. Ich bin mit einem Eimer, glaube ich, schneller, als wenn ich immer hin und her wechsle, oder? Gut, dass wir die Fackeln am Rand gesetzt haben, weil ich habe hier, glaube ich, schon so ein paar gerade eben nach unten geschwemmt. So, da muss hin und da muss hin. Und jetzt dahin. Und dahin. So, da wieder einen Eimer rausnehmen. Ich weiß gar nicht, was man hier quatschen soll. Ja, wir setzen einen Eimer von links nach rechts. Ist jetzt nicht so spannend. Wir sind übrigens mittlerweile bei 151 Abonnenten. Da habe ich mich ja lange nicht für bedankt. Sonst habe ich das immer irgendwie im FIFA-Let's Play gemacht. Aber das ist natürlich schon 1000 Jahre her, FIFA-Let's Play. Die FIFA-Fans von mir werden jetzt weinen. Ja, ich würde es auch gern machen. Wahrscheinlich, ja, ihr habt es ja schon unter dem einen Video geschrieben, werde ich es mir auch bald wieder kaufen. Bin ich eigentlich bescheuert? Ich sollte vielleicht erst diesen Kranz hier drumherum bauen. Glas? Haben wir keins. Gut, dann komme ich gleich wieder. Was soll der Scheiß? Was wollte ich denn? Ja, hier kommt dann dieser Obsidian-Raum rein am Ende quasi. Dann gehe ich jetzt so lange, boah, Sprachfehler oft, ne? Dann gehe ich jetzt so lange mal nach oben, gehe mal ein bisschen Glas und Cleanstone holen. Bin gespannt, ob King Gamer hier was im Ofen gelassen hat. Möglich wär's ja. Ja, scheiß Skelett, ja, Glas haben wir sogar hier. Ja, nur kein Stein, naja, egal. Den können wir ja mal eben hier brutzeln, so. Ein Stack reicht vollkommen, so.
So, und den lasse ich dann hier. Ich gehe jetzt schnell da unten. Wo kommt das Scheiß-Skelett denn jetzt her? So, das Skelett steht schon mal unten. Das ist die einzige Schwäche an dieser ganzen Farm, dass da halt diese Blöcke nicht funktionieren. So, dann reiße ich das doch hier wieder raus, denn da hier kommt ja jetzt Glas hin und dann ist das eh abgesichert. So, so, so. Der war falsch. Ist hier gerade wer runtergekommen? Nö. Ach, das ist doch alles Kacke, was ich hier baue. Moment, wenn ich das so baue, hätte ich natürlich einen kleinen, aber feinen Vorteil. Moment, das gucken wir doch mal. Dann würden die allein schon mal bis da geschwemmt werden. Das wäre ja schon mal besser, als wie es sonst ist. Da ist jetzt hier bewusst eine Lücke. Was britzelt denn da oben? Gucke ich mal, ob ich das jetzt hier auch versuche. Ja. Fucking Skelett. Komm, fall nach unten. Fall nach unten. Er will einfach nicht. Ich muss jetzt erstmal hier wieder reinkommen. So. Ja. Aber sonst geht's dir gut hier. So, dann machen wir das nämlich jetzt doch so. Das da habe ich gar nicht dran gedacht. Dann hätten wir nämlich die Blocks hier schon mal dem Skelett genommen zum Spawn. Moment, wo wollte ich denn hier durch? Hier ist der Ausgang. So, so. Ja, das gefällt mir soweit. Das gefällt mir das. Wir lassen es erstmal so. Ihr könnt es immer noch in die Kommentare schreiben. Das wird jetzt erstmal uninteressant. Aber wir müssen jetzt einfach mal eben... Ja, Skelett, hallo, bist runtergefallen, okay. Wir müssen jetzt mal eben zurückgehen ins Anfangshaus, dann nutzen wir auch mal unsere Bahn und fahren mal nach ganz unten. Denn was brauche ich? Ich habe es eben schon gesagt, ich brauche Obsidian. Und das werden wir jetzt erstmal holen. Haben ja die Ultimate Fist, ich weiß, es dauert selbst mit der Ultimate Fist ein bisschen länger, aber das ist in etwa so viel, als würde man mit einer Dia-Spitzhacke... Ah... Wie lange dauert es? Kaum. Ich glaube, so lange ist es dann doch nicht. Auf jeden Fall ist es nicht dieses gedrückt halten, wie man zum Beispiel beim Cobblestone das macht. Boah, ihr Scheißkühe, ne? So, das musste jetzt einfach mal sein. Die müssen jetzt hier weg. Haben wir überhaupt noch welche? Ja, wir haben noch welche. Okay, dann können wir sie auch abschlachten. Lecker Rinderbraten. Ja! Ich glaube, dir geht's gut. Lol. Wie kam das Scheiß-Skelett hier rein? Hier ist es doch hell. Ah, ich merke schon, das liegt an der... Liegt das an der Brightness? Ich dachte, das wäre nur die Anzeige, aber das Spiel hat doch damit nichts zu tun. Ich habe keine Ahnung. Erstmal tun wir hier mal ordentlich Cobblestone rein. Ja, wenn ich den Rest hole, ist die Kiste zu, voll. Das sage ich euch jetzt schon. Mob Drop. Kann ich eigentlich das Leder auch dazu packen? Ja... Was haben wir hier? Hier mal nichts für, aber zwei Flint haben wir. Und jetzt habe ich noch Kohle, die ich wegräumen darf. Zack, zack, zack. Das Eisen lassen wir mal wie immer da, wo es ist. Und dann gehen wir doch jetzt mal runter und werden mal ein bisschen Obsidian abbauen. Whee! Jetzt geht's nach unten. Hoffentlich ist jetzt hier kein Viech gespawnt. Die Fackeln haben wir ja hier schon wunderschön gesetzt, wie ich mal finde. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Hier irgendwer ein Problem. Okay. Scheint ja nicht so. Jetzt muss ich mir hier eben mal überlegen. Ach, scheiße. Jetzt ist da ein Cobblestone draus geworden. Naja, egal. Jetzt brauche ich mal eben noch mehr Cobblestone, denn ich will natürlich nicht, dass mir jetzt hier die ganzen Obsidian-Blöcke hier unter der beim Abbauen wegbrutzeln. Moment, wie kann ich denn jetzt gucken, ob da was drunter ist? Dahin. Dahin. Dann bauen wir nämlich jetzt hier drunter. Komme ich da dran? Ja, so war es nicht geplant. Ich will da unten irgendwo was hinplatzieren. Bin ich eigentlich bescheuert? Jawohl, den habe ich hingekriegt. So, das erste Obsidian liegt frei. Okay. Das zweite Obsidian... Das dritte, das vierte, ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Ich baue gerade einfach mal ab. Ja, ich bräuchte da mal ein paar Cobblestone, denn
Ist auf jeden Fall einfacher. Wie viele haben wir jetzt? 5, okay. 5 haben wir. Ich gehe da mal woanders hin, denn hier weiß ich ja, hier vorne ist ja unsere alte Höhle. Nachdem ich gegessen habe, mache ich das wohl. Moment, hier war doch unser riesen Obsidian-Teppich. Hier irgendwo, ja. Ich glaube, ich werde bescheuert. Wieso spawnen jetzt hier überall Viecher? Die haben das auf mich abgesehen, ich merke das schon. Ja, wie viel Obsidian ist denn hier bitte? Komm mal klar. Boah, ich brauche auch die Scheißdinger wieder, denn ich muss mir ja irgendwie hier jetzt einen Weg lang machen. Aus! Gut, so, hier haben wir ordentlich Cobblestone. Kann man ja auch irgendwo mal abbauen, wo die nicht direkt verschwinden, die Blöcke? Nö, warum auch? Hier kommt mal eine Fackel rein, nur zur Sicherheit. Ich habe schon wieder einen Zombie gehört, ne? Habt ihr auch, oder? Was ist denn das für eine Höhle hier? So, dann werden wir doch jetzt echt... Ich brauche die scheiß Obsidian, Mann. Oh, Redstone. Hallo. Okay. Ich will mir nur nicht den Arsch verbrennen und hier nachher alles wieder verloren haben. So, der eine Block ist auf jeden Fall schon mal safe. Boah, verbrennt die Scheiße einfach. Und nur zur Sicherheit baue ich mir hier mal ein bisschen was hinter mich. Boah, ich muss mich gerade, ich bin gerade voll leise, weil ich mich voll am Konzentrieren bin, dass ich hier die ganzen Obsidian-Blöcke möglichst auch alle kriege. Wow. 10 Stück ist natürlich viel zu wenig. Ich hau hier gerade mal mehr oder weniger durch. Ich weiß, es war eigentlich... Ach, jetzt arbeite ich doch mit der Obsidian-Fist. Mit der Obsidian-Fist, mit der Diamantenfaust. Eigentlich wollte ich sie ja nur bei, bestimmten Dingen benutzen. Aber jetzt habe ich sie halt benutzt. Ist halt so. Kann ich jetzt auch nichts mehr dran machen. Was ist hier mit dem Obsidian? Oh, das scheint sogar... Ist das sicher? Okay, das sieht sicher aus. Deswegen werde ich jetzt einfach mal hier... Lol, wieso ist denn da drunter keine Lava? Haben wir hier eine glückliche Stelle? Ja, wir haben hier eine Nein, haben wir nicht. Wie kriege ich da wieder Blöcke drunter? So, so. Damit sind die auch alle hier safe. Ich glaube, es hakt, ne? So, den kann ich auf jeden Fall noch abbauen. Jawohl. 17 Blöcke, 18 Blöcke. Weil ihr müsst mal überlegen, wie lange wir jetzt ohne Diamond Fist hier am Arbeiten wären für diese Scheiße hier. Wow. Ich möchte nicht sterben. Ich möchte das nur nochmal gesagt haben. Ich muss hier einfach die Blöcke drunter bauen. Nur das ist nicht immer einfach. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall schon mal auf 21. Fuck! Fuck! Hier war gerade direkt ein Creeper neben mir. Fuck you. Wo kam der her, Mann? Ich verziehe mich jetzt hier. Alter, wir wären fast tot gewesen. Dann wären unsere 23 Obsidian irgendwo. Fuck, Mann! Wo kam der her? Das war knapp. Da bin ich gerade runtergehüpft. Das wird dann doch mal wieder zugemacht. Hatte schon Sinn, warum ich das mal zugemacht habe. Ach, hier waren wir gerade. Boah, da wurden wir gerade fast weggesprengt. Nee, du, nee, du, nee, du. Ach, was denn hier? Was denn hier? Haben wir etwa wieder eine Stelle ausgemacht, wo nur ein bisschen Lava war und darunter direkt Stein? Das ist aber wunderbar. Können wir hier direkt alles abbauen? Ich höre schon wieder einen Zombie, Mann. Also ich höre einen Zombie, Mann. Also, ne? Man kann auch... Ich höre einen Zombie, Mann. Aber so meinte ich es nicht. Ich habe ja nichts gegen unsere Zombies. Alter, wo sind denn hier die Viecher? Ich frage gar nicht nach. Nachher kommt er wieder nach hier.
Boah, 42 Obsidian, reicht das? Ich weiß gar nicht, wie viel man dafür braucht, denn man muss ja quasi so eine kleine Kammer bauen. Und man braucht es für jede Seite. Könnte ich jetzt eigentlich, da ich ja eigentlich auch eine Schule besuche, berechnen, aber dafür müsste ich jetzt mein Gehirn anstrengen und da gerade Ferien sind und ich jetzt eh schon 2 Wochen keine Schule hatte durchs Praktikum, könnte das erhebliche Schwierigkeiten auf sich folgen lassen. So, okay. Obsidian, 55 Stück. Sollen mir fürs Erste reichen. Ich könnte natürlich da noch was rauskippen. Boah, das ist hier viel zu uneben. Wenn hier ein Creeper kommt, der haut uns direkt weg. Und dann würde ich doch lieber hier alles ein bisschen planiert haben. Deswegen nehme ich jetzt hier mal eben die Fist. Ist ja nur, weil wir hier gerade am Ausheben sind. So, und dann fahren wir mal eben wieder zurück. Ich kratze mich mal in der Zwischenzeit am Ohr so. Eindeutig besser. Und da piept es schon wieder. Und sobald wir oben sind, mache ich mal einen Cut. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.